Herzlich willkommen bei Stars Kochen für Crescendo. Heute haben wir die Sinfoniker dabei, also zwei Mitglieder des Ensembles, die Sinfoniker. Und was kocht ihr denn für uns? Wir machen heute eine Pizza Mare e Monti, also das ist quasi eine Abwandlung eines Pasta-Gerichtes. Das heißt, die Pizza hat nicht wie sonst eine Tomatensauce als Basis, sondern Ricotta, also eine weiße Pizza. Und darauf liegen eben Mare, Garnelen, e Monti, Pilze und Speck und ein paar Kirschtomaten für die Farbe und ein bisschen Lauch für die Frische. Wieso hast du dieses Essen ausgesucht gerade? Pizza ist bei den Sinfonikern ein sehr beliebtes Pausenessen. Wenn wir ganze Probentage haben, ist es irgendwann mit der Konzentration und mit der Energie zu Ende und dann müssen wir was essen. Und da ist ganz oft eine Pizza, die man bestellt oder die man sich irgendwo bringen lässt, das Essen der Wahl. Und deswegen habe ich gedacht, so im Sinne des Mannschaftsgedankens kochen wir ein Essen, was auch mehrere satt machen kann. Und da habe ich jetzt einen Würfel Hefe aufgelöst in etwas warmem Wasser mit ein bisschen Zucker. Der kommt jetzt in eine Mulde im gesiebten Mehl hinein. Und dann rühren wir da quasi einen Vorteig, der dann zum ersten Mal ein bisschen gehen muss. Die Sinfoniker gibt es auch schon eine Weile. Wie lange gibt es den euch schon? Das erste Konzert war im Sommer 1982, da waren wir beide allerdings noch nicht dabei. Es gibt noch einen. Gar nicht. Es ginge gerade so. Also ich war immerhin 3 Jahre alt. Kommt der kleine Dame mit rein und singt Sopran mit. Genau. Sinfonia sind ja aus einer damals sehr populären Kombinierharmonist-Schiene entstanden. Okay. Mittlerweile machen wir eigentlich alles, was man mit Männerstimmen so machen kann. Also von Gregorianik angefangen bis zur Avantgarde-Musik, natürlich auch Jazz und Pop. Aber mit dem Schwerpunkt schon 19. Jahrhundert, deutsche Romantik. Thema ist, wie oft in der Romantik, wie du sagst, die Liebe. Das heißt, wenn es dann für mehrere Stimmen gesetzt ist, dann muss man sich aber uns als Kollektiv als eine vorstellen. Nicht, dass wir irgendwie zu sechst dann eine Dame umwerben und uns versuchen, an eine Dame ranzumachen. Ganz oft ist es auch, geht es um die Themen Natur, Sehnsucht, auch Todessehnsucht, also Vergänglichkeit ist ein großes Thema. Mhm. War auch zum Beispiel bei Schubert immer sehr aktuell. Ne? Also der hat ja lange Zeit seines kurzen Lebens mit dieser Krankheit leben müssen, mit der Syphilis. Und war eigentlich sehr einsam und hat sich immer so ein bisschen unverstanden gefühlt und war viel ruhelos und rastlos und hat sich auch heimatlos gefühlt. Auch das sind Themen in der Romantik und die sind nach wie vor sehr aktuell. Ganz oft in unseren Programmen springen wir ganz wild zwischen Epochen und Stilen hin und her. Das heißt, es kann sein, ein Programm ist eins mit Schubert und Georg Kreisler. Das heißt, wir wechseln sozusagen ständig zwischen Romantik und den Arrangements, die wir von den Georg Kreisler-Songs uns haben machen lassen. Und das ist auch für die Stimme ganz anspruchsvoll. Ne? Also man muss gucken, ob das für alle so machbar ist, wie wir uns das vorstellen, der Konzeption. Und das muss natürlich dann auch wachsen. Du kannst, wenn du magst... Du machst die Scampi. Ich mach die Scampi. Gut. Dann darfst du hier die Knorpel entfernen und dann den Schweinebauch in die Pfanne schmeißen. Wenn man jetzt so ein Sechser-Ensemble ist, wie spontan handhabt ihr das denn auf der Bühne? Darf da mal unabgesprochen was passieren oder seid ihr sehr streng, dass alles muss abgesprochen werden? Naja, wir haben einen Plan, sag ich mal, wie ein Stück oder ein Konzert zu verlaufen hat. Und ja, der sollte im besten Fall sollte das 6-mal der gleiche Plan sein. Natürlich passiert auch uns immer wieder mal was auf der Bühne. Ich kann mich an ein Konzert erinnern, das ist auch schon ein paar Jahre zurück. Das war in Perugia in Italien. Ich weiß nicht, ich nehme an, wir haben kurzfristig da noch im Programm rumgebastelt und was umgestellt. Es stand ein Stück von Schumann auf dem Plan und mehrere Stücke von Schumann. Und offenbar war nicht klar, welches, mit welchem wir anfangen. Und Christian und ich sollten anfangen, also in meinen Augen, bei den Noten, die ich vor mir liegen hatte, mussten die zwei Bässe alleine anfangen. Ja. Er hat auch angefangen, aber er hat ein anderes Stück gesungen. Ups.
Dann haben wir kurz geschluckt und uns angeschaut und kurz verständigt und dann ging es halt weiter mit dem Also haben wir einfach dann umgeblendet. Mit dem richtigen Stück ging es weiter, ja. Wir haben jetzt in dem Teig, der Vorteig ist jetzt gegangen, wir haben jetzt Wasser dazu getan, wir haben Salz dazu getan, ein bisschen Oregano und Olivenöl. Jetzt gucke ich mal, dass ich das irgendwie zusammenkriege und dann zu einem Teig verknete. Es gibt euch jetzt seit 35 Jahren. Was hat sich in diese 35, war die jetzt nicht immer dabei, aber was hat sich verändert? Für euch, aber auch auf dem Klassikmarkt, gab es damals so viele Vokalensembles wie heute? Nein. Als die Symphoniker entstanden sind, gab es in Deutschland eigentlich niemand. Wirklich. Es gab die, die es immer noch gibt oder bis vor kurzem noch gegeben hat, die Kingsingers und die Hears. Okay. Das waren Engländer, die halt in Deutschland den Markt beherrscht haben. Okay. Aber an Deutschen, da gab es mal, ich glaube, das war aufgrund einer Fernsehdokumentation von einem Fechner, der die Comedian Harmonists so ein bisschen wieder ans Licht geholt hat. Ja. Und daraufhin hat so ein Boom begonnen in Deutschland, dass auch in vielen Schulen oder in vielen Hochschulen sich wieder Jungs zusammengefunden haben und den kleinen grünen Kaktus wieder ausgepackt haben. Und das haben wir auch gemerkt, dass es plötzlich, dass wir uns einen vokalen Kammermusikmarkt dann mit anderen, vielen anderen Ensembles teilen müssen. Was macht euch? Was ist denn anders bei euch dann? Ich habe das Gefühl, jeder von uns ist auch ein wirklicher Solist. Das heißt, wenn das die Literatur verlangt, wenn Soli gesungen werden müssen, dann kann jeder sich hinstellen und kann wirklich veritabel als solistischer Sänger agieren. Okay. Und ich glaube, das hört man auch im Ensemble-Sound. Auch wenn der Ensemble-Sound sehr geschlossen und ganz homogen ist, ist es einfach so, dass wir vielleicht doch tatsächlich ein bisschen kerniger singen vielleicht als andere Ensembles. Also kerniger verbindet man wahrscheinlich eher mit lauter, aber es ist nicht unbedingt so. Okay. Also die eine tragfähige Stimme auf dem Piano, ich glaube, das sagt es ganz gut aus. Die Sonne ist warm und die Lüfte sind lau, die wir Tauben vergiften im Park. Die Bäume sind grün und der Himmel ist blau, die wir Tauben vergiften im Park. Wir sitzen zusammen in der Laube und jeder vergiftet an Taube. Der Frühling, der trinkt in das Innerste Mark, beim Tauben vergiften im Park. Ich bin persönlich so in meiner Sache drin, dass ich ab und zu denke, die Kollegen reden so immer über dieses Spüren, die spüren da das Publikum. Spürt ihr da wirklich was? Ja. Jedes Publikum ist anders. Das ist schon wahr. Ja. Aber ich glaube, es ist immer noch ein Unterschied, ob du mit der Stimme was machst, ob du Text transportierst oder ob du Blöte spielst. Jetzt musst du aber aufpassen, was du sagst. Nee, ich meine, man versucht ja immer einen Draht herzustellen. Man ja, aber das versucht man auch, aber ist die Musik nicht erstmal, ist es nicht eine, versucht man, wenn man so das Publikum spürt, spürt man das nicht erst durch die eigene Ego? Und wenn man wirklich nur die Sache macht, spürt man eben nicht das Gute. Weil dann spürt man eben Schumann oder in meinem Fall Telemann. Darum geht es ja eigentlich. Es geht nicht um die Kommunikation. Für mich als Musiker geht es um die Kommunikation zwischen mich als Musiker und dem Komponist. Und da spielt das Publikum keine große Rolle. Ja, ich möchte aber, dass das Publikum im besten Falle auch das empfindet, was ich empfinde. Das heißt, es muss ein gewisser Funke überspringen. Ich muss es ihm so nahe bringen. Und das spürst du da. Das bilde ich mir ein, dass ich die spüre, ja. Nicht immer gleich gut, aber es ist auch nicht jedes Publikum gleich. Aber in der Regel weiß man das nach 5 Minuten, nach 10 Minuten, wie ein Publikum drauf ist, wie aufmerksam es ist, ob das jetzt wahnsinnig gern da sitzt oder ob es vielleicht einfach ein Abo hat und da jetzt mitgehen musste oder was weiß ich. Also doch, ich glaube schon. Also der Teig hat sich sehr schön entwickelt. Sich quasi verdoppelt vom Volumen. Wir haben die Pilze noch kurz in dem Fett von dem ausgelassenen Schweinebauch angebraten. Und jetzt geht's ans Belegen. Speziell beim Schubert- und Kreisler-Programm haben wir ausformulierte Moderationen.
Das hat damit zu tun, dass wir den Leuten nicht einfach immer ein Stück von Schubert und ein Stück von Kreisler um die Ohren hauen wollten und das unkommentiert lassen, sondern wir wollten die ein bisschen etwas einen Mehrwert fürs Publikum darstellen und haben dann die Katharina Eickhoff, das ist eine ganz tolle Musikjournalistin, die für den SWR und für den WDR arbeitet, gebeten, uns Moderation zu schreiben, die auch biografische Hintergründe von Schubert und Kreisler beleuchten, und sie hat da ganz erstaunliche Parallelen zutage gefördert, und deswegen sind diese Moderationen tatsächlich ausformuliert und die werden dann auch von allen von uns abwechselnd vorgetragen. Seht ihr euch selber als Mitbildungsauftrag des deutschen Kulturguts, vor allem wenn ihr dann so viel Deutsch? Ich finde, das sollte ein Stück weit jeder Musiker machen, der, oder jeder Künstler, der in die Öffentlichkeit geht, hat einen gewissen Bildungsauftrag, finde ich schon, ja. Also ich will niemand belehren und ich habe auch keinen missionarischen Hintergrund, aber ich möchte ja im weitesten Sinne das, was mich mit dieser Musik verbindet, mitteilen. Und der Zuschauer, Zuhörer kann dann selber entscheiden, ob er das genauso sieht oder nicht. Also natürlich hat man sich erst gefragt, speziell jetzt an diesem Beispiel, was hat Schubert denn mit Kreisler zu tun? Aber wenn man da so in die Biografien reinschaut, die sind im gleichen Wiener Bezirk aufgewachsen. Natürlich waren 100 Jahre dazwischen, aber es gibt ganz viele im Leben auch, waren beide verkannt, und es gibt ganz viele Parallelen. Wenn man die so in einen Kontext bringt, mit einem gewissen österreichischen Flair, kann das, also die Leute gehen manchmal raus und sagen, ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich auch mit so viel Wissen aus dem Konzert rauskomme. Also das ist nicht unser Ansinnen, aber es macht den Abend natürlich noch unterhaltsamer. Aber es ist niemals eine Überlegung, welches Programm passt besser zu Norddeutschland oder welches Programm passt besser nach Japan. Geht ihr dann unterschiedlich um mit den verschiedenen Ländern und verschiedenen Teilen Europas? Oder? Ja, zwangsläufig. Also wir haben natürlich Standardprogramme. Die Veranstalter können auf unserer Website Programme sehen, die wir anbieten. Ja. Und da gibt es natürlich Programme, die speziell für den deutschen Sprachgebrauch geeignet sind. Und wir brauchen einem Japaner keinen Kreisler vorsingen. Der, So, das hat doch ganz gut funktioniert. Wunderbar, schaut's aus. Ja. Sträube dich nicht, du hast keine Chance. So. Tada. Ich bedanke mich bei euch. Es war sehr schön, mit zwei Mitgliedern des Sinfonikers zu sprechen. Kamera aus, jetzt essen wir. Guten Appetit. Guten Appetit.